So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3 und wir sehen, offenbar sollen wir irgendwas bei Cortez unten machen. Ich weiß nicht, was da ist, aber wir wollten sowieso, wenn ich mich recht entsinne, als allererstes einen Rundgang übers Schiff machen. Zumindest meine ich das so geplant zu haben, bevor wir hier irgendwas angehen. Von daher würde ich sagen, erstmal hier zu Samantha hin und dann arbeiten wir uns nach unten vor. Commander, schön Sie wiederzusehen. Wie kommen Sie zurecht, Trainer? Endlich fühle ich mich nützlich. Es war viel Arbeit, Datenfeeds für den Kriegsgipfel zu integrieren. Halten die Systeme? Naja, zum Glück haben wir Stresstests gemacht. Spezialistin Trainer war sehr hilfreich. Dank ihrer Arbeit sind die Daten der Einsatzzentrale jetzt korrekt. Vielen Dank, Edie. Ich muss mich noch an alles gewöhnen. Im Labor wurde alles gehortet. Überall stapelweise Tech. Hier lebt man wie in einem Schuhkarton. Das Leben auf einem Schiff wirkt anfangs immer beengt. Sie gewöhnen sich dran. Oh, das ist nichts Schlechtes. Ich mach's mir schon gemütlich. Es ist wunderbar. Im Labor mussten wir horten, weil wir kein Budget hatten. Jetzt? Edie? Ariaketech hat einen geschützten Smart-Algorithmus, der unsere Ferndaten säubern könnte. Können wir den kaufen? Das geht. Upgrade wird analysiert und aufgespielt. Der Algorithmus verkürzt die Analysezeit für strategische Fernkampfdaten um 3%. Beeindruckend. Wenn ich die benötigte Ausrüstung bekomme, lebe ich gern in einem Schuhkarton. Tja, es hat halt auch seine Vorteile, irgendwo die Speerspitze einer kompletten Art zu sein, ne? Gut, ich glaube, Terminal müssen wir nicht abchecken, denn wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, noch die ganzen Mails gecheckt. Dann würde ich sagen, auf zum Crewdeck. Schauen wir mal dort vorbei. Ob sich hier irgendwas Neues getan hat? Es hat sich auf jeden Fall was Neues getan, denn Dr. Chakwas ist jetzt noch mit hier. Aber wir schauen noch mal kurz hier drüben. Ich kann mir so ein Trauma gar nicht vorstellen. Sind Sie auch ganz sicher in Ordnung, Karen? Die Verschleppung durch die Kollektoren würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Aber das liegt hinter mir. Es geht mir gut. Aber ich muss ständig an die Erde denken. Und an all die anderen von den Reapern besetzten Welten. Was machen die Reaper mit den Bewohnern dieser vielen Welten? Während wir hier unseren Kaffee genießen, wie viele Seelen müssen im selben Augenblick großes Leid ertragen? Millionen? Milliarden? Oh, Greg. Ich hab gelogen. Es geht mir nicht gut. Ich glaube, in solchen Zeiten kann es einem als empathischem Mensch auch nicht gut gehen. Also wenn einem alle anderen egal sind und man selbst gerade in Sicherheit ist, dann ist es wahrscheinlich was anderes. Aber wenn man irgendwie ein bisschen Mitleid für andere entwickeln kann und Mitgefühl, dann muss einem eigentlich schlecht sein in solchen Momenten. Gut, hätte ich nicht gedacht, dass die hier sitzen, aber gut zu wissen. Techniker Adams ist also hochgekommen. Genau, einerseits haben wir Dr. Chakwas jetzt noch mit an Bord. Und andererseits sind auch noch unten die beiden Techniker jetzt noch mit zusätzlich dabei. Hallo, Commander. Hi, sonst nichts zu bereden. Na gut, von mir aus. Alles okay auf der Krankenstation? Ja. Mordin braucht nur etwas Platz, um mit Eva zu arbeiten. Ach, stimmt. Er hat sie rausgeworfen? Oh nein. Ich hatte nur das Gefühl, im Weg zu stehen. Wenn ich gebraucht werde, gehe ich wieder hin. Stimmt, die stehen ja jetzt auch noch mit bei uns auf dem Schiff rum. Na, da schaue ich doch noch extra gern vorbei drüben auf der Krankenstation. So, ist hier irgendjemand? Nee, ne? Ich glaube, das kommt dann später erst. Okay, dann schauen wir doch direkt mal auf der Krankenstation nach und werden mal ein bisschen mit Mordin und auch mit Eva reden. Kroganerinnen finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv. Fast wie ein Kroganer. Zum dritten Mal, Doktor. Ich bin nicht interessiert. Ah, Shepard. Wir haben gerade... Alles in Ordnung? Es geht mir gut, Rex. Entspannen Sie sich. Man sollte immer vorsichtig sein und keinem salarianischen Arzt trauen. Der hier ist anders. Ach ja? Was ist das? Einfacher Bluttest. Was für ein... Der Genophage beendet. Shepard, bitte. Ablenkung kontraproduktiv. Beeinträchtigt Entspannung der Patientin. Finde ich sehr schön. Ja, Bluttest, der die Genophage beendet, genau. So nach dem Motto, lass mich weiterarbeiten, du Dumpfbacke. Er war Ihre Insiderquelle, Rex. Sie können ihm trauen. Salarianer haben komplexe Gedanken. Man weiß nie, ob sie einen nicht in eine Falle locken.
Falle? Ivas Freilassung, mein Werk. Hätten sonst nie von ihrer Existenz erfahren. Vielleicht. Aber jetzt ist sie draußen. Wenn ihr was zustößt, werde ich es fühlen. Verstanden. Aber meine Patientin, meine Verantwortung, ihr Wohl hat Priorität. Werde nicht zulassen, dass jemand ihr schadet. Sie haben ja Eier, Doktor. Beschützen Sie sie. Unsere Frauen haben genug durchgemacht. Nicht vergessen, brauche noch Gewebeprobe. Ich komme wieder. Verbreitete Phobie, Angst vor Nadeln. Oder salarianischen Ärzten. Muss jetzt arbeiten. Bevorzuge Frauen der Spezies. So, ja, ich glaube, Rex unterschätzt ein bisschen... Nein, 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 nein. Der gesamte Katalyseprozess würde scheitern. Schwere neurologische Schäden. Vergessen. Wovon reden Sie? Methode, funktionales Heilmittel zu extrahieren, ohne sie zu töten. Viele Variablen. Ihr Immunsystem angeschlagen. Überlege Optionen. Und das müssen Sie laut machen? Ja, auditiver Lerner. Muss mich denken hören, Konversation simulieren, um neue Ideen zu fördern, Produktivität zu maximieren. Aber Sie reden über meinen Tod. Oh, Verzeihung. Medizinische Details fördern emotionale Belastung. Hatte Effekt auf Patienten nicht bedacht. Nein, ich kann dabei nur nicht schlafen. Gebe Bestes, Sie am Leben zu halten. Vermeide sensible Themen. Sehr schön. Ja, ich glaube, Rex unterschätzt ein bisschen, dass Mordin sehr wohl sich zu wehren weiß. Ich glaube, selbst Rex, der ja ein übelstes Kampfschwein ist, würde sich nicht unbedingt mit Mordin anlegen wollen. Ich erinnere daran, als wir Mordin im zweiten Teil rekrutiert haben, was er da für einen Ruf auf dieser Krankenstation hatte oder in diesem Slum auf Omega. Das war ja jetzt auch nicht gerade ein friedliebender Ruf oder dass er als wehrlos gegolten hätte, sage ich mal, ne? Shepard! Blutuntersuchung abgeschlossen. Ivas System steht unter schwerem Stress. Malins Daten sind gründlich und zum Glück sehr detailliert. Habe Notizen benutzt, um ihren Zustand zu verbessern. Na, das klingt doch schon mal, als ob die Daten von Malin doch noch einen Nutzen haben, letztendlich. Wissen Sie, warum sie immun ist? Genophage beeinflusst Hormonproduktion während Schwangerschaft. Modifikationsprojekt nutzte denselben Umstand. Ihre Immunität völlig anders. Befallene Drüsen jetzt funktionslos, wie Blinddarm beim Menschen. Andere Drüsen mutiert, produzieren richtige Hormone, ermöglichen Geburt. Erklärt auch ihre Schwäche. Drüsenersatz nicht perfekt, Gesundheitsprobleme. Also es ist letztendlich keine Heilung, sondern eine Mutation, die die Krankheit, ist ja keine Krankheit, sondern die die schwache Fruchtbarkeit umgeht, oder wie darf ich das verstehen? Eine weitere Mutation sozusagen. Könnte das bei allen Kroganerinnen klappen? Ja, benutze Ivas Gewebe für Herstellung von Mutagen. Ändere Drüsenfunktion bei gesamter Spezies. Muss Mutagen ebenfalls verbessern, Hormonproduktion feinjustieren. Sonst chronische Krankheit bei allen Kroganern. Dann war es also richtig, die Daten aufzubewahren. Das war es. Wäre sonst viel schwieriger, Iva zu behandeln. Vielleicht unmöglich. Und die Experimente, die wir auf Tuchanka gesehen haben? Monströs, abstoßend. Aber jetzt mit klarem Ziel. Opfer sind nicht umsonst gestorben. Das Thema habe ich im zweiten Teil ja schon bis zur Genüge ausgeführt, warum ich mich dafür entschieden habe, die Daten auf jeden Fall zu behalten. Weil letztendlich die Erkenntnisse unabhängig vom Weg sind, auf dem sie gefunden wurden. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ändern sich nicht dadurch, dass man auf einem humaneren Wege sie findet. Und wenn man sie dann schon mal hat, wäre es eigentlich ziemlich dumm, sie dann wieder zu verwerfen, nur weil sie auf einem monströsen Wege gefunden wurden. Denn die Daten selbst, die ändern sich nicht. Selbst wenn man sie dann nochmal, selbst wenn man das Thema dann nochmal erforscht und das auf einem vernünftigen Wege macht, es werden dieselben Daten rauskommen. Also kann ich sie auch gleich behalten. Ist einfach eine Frage der Logik irgendwo. Also in dem Falle ist es wirklich meiner Meinung nach keine Frage des Gewissens direkt, ob man jetzt die Daten behält oder nicht. Sondern wirklich eine Frage der Logik. Also da gibt's wirklich eine richtige und eine falsche Entscheidung, finde ich zumindest. Es wäre falsch gewesen, die Daten zu zerstören. Also heiligt der Zweck die Mittel? Nein. Nicht meine Mittel. Aber Sie nutzen die Daten und ermuntern zu weiteren Experimenten wie Malins. Nein. Ermunterung unnötig. Wissenschaftler werden immer unethische Tests durchführen. Kann daran nichts ändern. Aber kann Iva helfen? Kann Genophage heilen? Werde für ihr Überleben entscheidende Daten nicht wegen unethischer Herkunft ignorieren. Eben genau das.
So, ich weiß gar nicht, ist das ist okay für Sie? Ist das jetzt die Antwort, die ich gerade schon gegeben habe? Ich glaube schon, ne? Ich höre es mir trotzdem nochmal an. Vielleicht ist es auch noch irgendwie weiterführend zu dem Gespräch. Also heiligt der Zweck nee, die das Mittel, ist das, okay. Nicht meine Mittel. Mach ich selbst. Aber Sie nutzen... Ermunterung, aber kann Eva helfen? So. Kann Genophage heilen? Es werde für ihr Überleben entscheidende Daten nicht wegen unethischer Herkunft ignorieren. Es ist Unsinn, das mit der Aussage, der Zweck heiligt die Mittel zu verbinden, weil er nicht derjenige war, der es gemacht hat, letztendlich. Irgendwas Neues über Malin? Nein. Habe beim Versuch, Eva zu helfen, Suche nach ihm veranlasst. Bisher ohne Ergebnis. Galaxie groß, viele Verstecke, könnte genauso gut bereits tot sein. Würde ihn jetzt töten, falls möglich. Außer er könnte helfen. Echt? Würdest du das? Warum das denn? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Malin nochmal irgendwie auftaucht oder ob's das jetzt von seiner Seite her war, also dass er nur im zweiten Teil auftaucht und dann weg ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er irgendwo nochmal in einer kleinen Nebenrolle mit auftaucht oder irgendwie erwähnt wird zumindest. Ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich. Wie geht es ihr? Momentan kein Fieber. Herzschlag erhöht, vermutlich stressbedingt. Nahrungsaufnahme normal. Könnte weitere Decke brauchen, etwas Weiches. Empfehle vollständige Erholung vor Herstellung von Heilmittel. Meine medizinische Ansicht. Mein Volk hat dafür keine Zeit. Sie vertritt eine andere Meinung. Ja, sie ist halt eine ziemlich sture und starke Frau, ne? Sie schätzen sie. Meine Patientin, meine Verantwortung, fand sie auf STG-Basis. Hat 3 Ärzte beim Versuch verletzt, sie zu fixieren. Entfernte Armfessel, wehrte mich nicht, als sie mich packte, versprach ihr Hilfe. Sie sagte, bitte. Oh, wie nett. Sie haben Ihre Arbeit an der Genophage immer verteidigt. Weshalb der Umschwung? Es gab keinen Umschwung. Genophage damals richtige Entscheidung. Neue Umstände erforderten Kurskorrektur. Welche Umstände sind das? Reaper-Invasion. Untergang der Turianer ohne koganische Hilfe. Koganer brauchen vereinte Bedrohung als Aggressionsventil. Kooperative Symbiose. Ach ja, Mordin. Er hat zwar Gewissensbisse gehabt, weil es unethisch war, hat aber seine letztliche Entscheidung, wie er daran arbeitet, immer nur von taktischen Beweggründen abhängig gemacht. Also im ersten Teil, wie er halt sagt, die Ausgangslage hat sich geändert. Unabhängig von der Ethik war es damals taktisch oder strategisch nicht sinnvoll, die Kroganer von der Genophage zu befreien. Jetzt sehr wohl. Und er richtet sein Handeln darauf aus. Aber was, also das heißt nicht, dass er von ethischen Gewissensbissen befreit ist. Das haben wir ja im zweiten Teil auch gemerkt, dass er da äußerst dran zu knabbern gehabt hat. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, die Handlungen in seinem Leben zu bestimmen. Also was man machen möchte. Was man gerade als einer wie Mordin, der ja ein Genie ist, mit seinen Gaben anfangen möchte. Finde ich nicht, ehrlich gesagt. Sonst nichts? Keine persönlichen Interessen? Werde alt, Shepard. Nur noch wenige Jahre, aber immer noch bester Kandidat für Projekt. Wenige salarianische Wissenschaftler an Genophage interessiert. Niemand mit meiner Expertise. Gab keinen anderen. Hätte jemand anders es nicht geschafft? Vielleicht schon. Aber ohne Erfahrung, Risiko zu hoch. Es ging nicht um Sie. Meine Arbeit. Wiedergutmachung, meine Aufgabe. Beweis, dass ich es kann. Ich sag ja, er ist nicht befreit von seinem Gewissen, sozusagen. War nett mit Ihnen, Mordin. Danke, Shepard. Bin froh, zurück zu sein. Werden Sie bleiben, wenn das hier vorbei ist? Bis zum Ende der Reaper auf alle Fälle. Danach noch unsicher. Habe Eindruck in Galaxie hinterlassen. Genophage-Modifikation, Genophage-Heilmittel, Arbeit gegen Kollektoren, Entscheidungen, Fehler. Gehe vielleicht an sonniges Plätzchen. Am Strand sitzen, Ozean anschauen, Muscheln sammeln. Nach einer Stunde würden Sie durchdrehen. Könnte Tests an den Muscheln durchführen. Ja, ja. Sein Verstand wird niemals stillstehen. Tja, er ist halt schon fast 40 und die Salarianer haben ja bloß eine Lebenserwartung von 40 Jahren. Also, er ist zwar noch nicht so alt, er ist nicht viel älter als Shepard wahrscheinlich, aber für die Salarianer bedeutet das, er ist schon ein Greis, er ist schon kurz vorm Sterben sozusagen, ne? Naja, wollen wir nochmal mit Eva reden und schauen, wie sie die Sache so sieht. Jetzt können wir ja auch mal in Ruhe mit ihr sprechen, das war ja bisher noch nicht möglich. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Commander. Ich dachte nicht, dass die Kroganer noch Verbündete in der Galaxie haben. Wir schulden ihnen viel, auch wenn die meisten es vergessen haben. Das ist entschuldbar. Unser Handeln hat Freundschaften nicht gerade gefördert.
Zur Freundschaft gehört auch, dass man seinen Namen kennt. Leider kenne ich Ihren nicht. Ich habe ihn an dem Tag abgelegt, als ich eine Schamanin des Frauenclans wurde. Ich gehöre jetzt meinen Schwestern. Aber vielleicht verrate ich ihn ihnen eines Tages, wenn das alles vorbei ist. Das hatten wir auch schon mal im zweiten Teil, als wir auf Tuchanka waren, als wir Grunts Erwachsenwerdungsprozess, also seine Prüfung absolviert haben. Da haben wir ja auch mit dem Schamanen gesprochen und der hat ja auch gesagt, er hat seinen Namen abgelegt, als er ein Schamane geworden ist. Und ich glaube, er hat sich nicht mal mehr daran erinnert, wie er hieß. Na gut, ein weiblicher Schamane. Oh, wir haben ja einiges zu besprechen. Natürlich, von den weiblichen Kroganern haben wir bisher noch nicht so viel erfahren, weil bisher haben wir immer bloß Männer gesehen und immer bloß die männliche Ansicht der Welt sozusagen gesehen. Und ich weiß nicht, ob es nur Ivas Seite ist oder ob das generell für die Frauen gilt, aber die scheinen mir doch ein ganzes Stück besonnener und gedankenvoller auch durch die Welt zu streifen, als es die Männer tun. Die Kroganer haben weibliche Schamanen? Der Schmerz bringt Weisheit hervor. Und die Genophage hat uns sehr weise gemacht. Statt der Verzweiflung zu erliegen, haben einige von uns beschlossen, die alten Riten zu bewahren. Wir hüten unsere Kultur, unser Wissen, unsere Geheimnisse. Und wenn wieder Kinder unter uns leben, werden die Kroganer aufblühen. Wie wurden sie geweiht? Man wird 7 Tage in einer Höhle eingesperrt. Mit gerade genug Vorräten, um zu überleben. Am 8. Tag hungert man. Was beweist das? Entschlossenheit. Jeder Akolyt erhält eine Chance. Entweder gräbt er sich mit bloßen Händen durch den Fels, oder er stirbt. Das klingt total sympathisch. Wie haben Sie das überlebt? Ich habe zunächst in die falsche Richtung gegraben. Es war völlig dunkel. Nur mein eigener Herzschlag trieb mich voran. Und dann? Ich habe das hier gefunden. Ein einfacher Kristall. Aber er wurde zu meinem Meißel. Nehmen Sie ihn, Commander, damit er Sie in der dunkelsten Stunde daran erinnert, dass es immer einen Ausweg gibt. Großes Geschenk, wenn man bedenkt, dass das Ding ihr Leben gerettet hat. Eine brutale Initiation. Aber eine erhellende. Das Leben in der Dunkelheit lehrt einen, das Licht zu schätzen. Was halten Sie von Rex? Wenn er nicht gerade versucht, halb Tuchanka zu bespringen, ist er das Beste, was den Kroganern passieren konnte. Aber das sage ich ihm nicht. Sein Kopf ist schon groß genug. Buchstäblich. Er ist jetzt ein starker Anführer. Rex will tief in seinem Herzen nur das Beste für uns. Auch wenn einige Clans das anders sehen. Ach, ich mag sie. Ich finde Iva irgendwie cool. Warum sind die anderen Clans gegen Rex? Sie wollen doch auch eine bessere Zukunft. Zusammenarbeit liegt nicht in der Natur unserer Männer. Sie sind selbstsüchtig und wollen nur überleben. Rex ist anders. Er ist ein Mutant. Das können Sie ihm ruhig sagen. Ob Rex wohl Vergeltung für die Genophage will? Einige Clans werden es erwarten. Aber ich hoffe, Rex tut es nicht. Er weiß, dass der Kreislauf der Gewalt durchbrochen werden muss, wenn die Kroganer je eine Stimme in der galaktischen Politik haben wollen. Aber er ist nur ein einziger Kroganer. Wenn genügend Clans Rache verlangen, ist er machtlos. Trotzdem ist er die beste Chance, die die Kroganer haben, um eine friedliche Zukunft anzugehen. Wenn Sie die Frage gestatten, wie war das, mit der Genophage zu leben? Ich kannte Schwestern, die mit der Schande der Unfruchtbarkeit nicht leben konnten. Sie wanderten hinaus in die Ödnis und hofften darauf, dass ein Dreschlund sie tötet und ihre Qual beendet. Hatten Sie auch jemals diesen Gedanken? Ja. Nach meiner ersten Totgeburt. Was hat Sie vom Selbstmord abgehalten? Als mein Kind nicht atmete, hat mein Leben erst richtig begonnen. Die Genophage zwingt uns zur Hoffnung, denn es gibt nichts anderes. Wir haben keinen Grund zu leben, außer der Hoffnung, dass der nächste Tag eine Veränderung bringt. Und falls nicht, gibt es immer noch einen weiteren. Was wird wohl anders sein, wenn die Genophage geheilt ist?
Unsere Spezies wird ihr Gleichgewicht wiederfinden. Die Frauen werden in Zukunft mitbestimmen. Wie in alter Zeit, bevor wir nur Spielzeug machthungriger Männer wurden. Die meisten wollen unbedingt jeden erschießen, der sich Schreck ansieht. Was sollten sie sonst auch tun? Die Genophage hat sie zu herumwandernden Killern gemacht, die Ziele suchen, um ihre Existenz zu rechtfertigen, Ausreden, um Ehre zu erringen. Wie sind sie in Malens Experimente geraten? Die anderen Frauen und ich waren Freiwillige. Wir hatten gehört, dass Malen versuchte, die Genophage für den Verloc-Clan zu heilen. Ein rivalisierender Clan? Rivalitäten sind eine Erfindung der Männer. Unter ihrer Führung lag Tuchanka über 1000 Jahre lang in Ruinen. Es ist Zeit, dass wir Frauen unseren Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen und eine Zukunft schaffen. Malen war unsere beste Chance. Irgendwie fand ich die Frage jetzt seltsam. Shepard weiß doch, dass der Warlock-Clan ein konkurrierender Clan war. War es das Ganze wert? Absolut. Zum Entzünden eines Feuers genügt eine Kerze. Und schon gibt es keine Dunkelheit mehr. Tut mir leid, dass sonst keiner überlebt hat. Ich weiß. Kurn, die Jüngste, starb als Letztes. Aber sie wusste, dass sie ohne den Fluch in die Leere eingeht. Und sie wird lächeln, wenn sie auf die Kinder von Tuchanka herabblickt. Ihr Geist wird die Amme meines Erstgeborenen sein. Ich kenne Malens Labor, ein Kerker. Seine Experimente waren grausam. Das haben wir zu spät erfahren. Er meinte es gut, aber seine Methoden wurden immer barbarischer. Irgendwann konnten wir fliehen. Dann fand uns ein Team der Salarianer und rettete uns das Leben. Wir waren sehr krank. Tja, also haben die Salarianer am Ende ihnen doch das Leben gerettet, auch wenn sie natürlich dann die Kroganerinnen weggesperrt haben und als, keine Ahnung, als Pfand, als kurioses Studienobjekt mit in dem Kerker behalten haben. Wie hat Mordin sie behandelt? Besser als die kroganischen Männer. Er ist kein typischer Salarianer. Nein, nein, nein. Organredundanz führt zu neuer Periode von Metaphase. Kann das nicht ändern. Beschädigung der Telomere, vorzeitiges Altern. So ist er. Aber ich spüre auch Schmerz in ihm. Er hat mir von seiner Arbeit an der Genophage erzählt. Ich sollte ihn für einen Feind halten. Aber ich glaube, meine Schwestern und ich haben etwas in ihm verändert. Asari Watcher Nachwuchs ist allergisch auf jedes Milchprodukt. Sein Ohr war's nicht. Asari Watcher? Ernsthaft? Es gibt Asari, die mit Watcher sich fortpflanzen? Na gut, wenn ihr meint. Danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Ich habe erst wenige Menschen kennengelernt. Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Ach ja, ich finde Eva cool. Ich weiß auch nicht. Sie ist halt auch so durchsetzungsstark wie die kroganischen Männer, aber sie ist halt ein ganzes Stück nachdenklicher dabei und es ist interessant, mit ihr zu reden, finde ich. So, schauen wir mal bei Garrus vorbei. Mit dem haben wir schon mal einen eröffnendes Gespräch gehabt. Vielleicht gibt es aber irgendwas Neues, ein kurzes Gespräch nochmal, wer weiß. Shepard, ich habe gehört, Kroganerinnen stehen auf Männer mit Narben. Fängst du auch damit an? Ich habe ja auch ein paar. Hoffentlich plant niemand eine arrangierte Heirat, um dieses Gerücht zu untermauern. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Eva bewundere. Mit der Genophage zu leben, muss eine unfassbare Qual gewesen sein. Und jetzt ist sie zu allem Überfluss auch noch die letzte Hoffnung ihres Volkes? Ein unglaublicher Druck. Für so etwas braucht man wirklich Mut. Hoffentlich können wir da mithalten. Ich glaube, Mordin ist schon drauf und dran, dich hier irgendwie als Partner ins Spiel zu bringen. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass wir jetzt mit Cerberus im Krieg sind, was? Schon? Okay, das war also der einzige Kommentar jetzt direkt. Wir können also immer mal wieder zu den einzelnen Charakteren gehen, die dann nicht zwangsweise richtige Gespräche mit uns anfangen, sondern manchmal eben auch bloß so wie jetzt gerade so ungezwungen mit uns sprechen. Aber... Sind Sie sicher, dass Sie nicht rüberkommen und reden wollen? Nein, die Geschützbatterie ist hübsch und ruhig. Und wenn ich ein paar Teppiche reinlege, wird sie sogar richtig gemütlich. Garrus? Ich komme schon klar, Liara. Ich
muss nur meine Gedanken ordnen. Wie Sie meinen. Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja auch schon was. Und wir sehen auch, es gibt auch zwischen den Crewmitgliedern immer mal wieder Gespräche, die wir jetzt mit anhören können. Das wird an den unterschiedlichsten Orten sein. Das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Die sind halt auch jetzt wirklich dabei, sich dynamisch hier übers Schiff zu bewegen. So, haben wir noch... Nein, es gibt kein Upgrade, das wir mehr durchführen können. Ich dachte, ich hätte noch irgendwie eins gekriegt, aber naja, was soll's. Oh, hier gibt's wieder einiges zu lesen. Na, super. Okay, Telefonat zwischen Kazumi Goto und Professor Scott Olausen. Kazumi? Hallo, Professor. Erinnern Sie sich an den einzigartigen Punkt-zu-Punkt-Com-Server, von dem Sie neulich sprachen? Haben Sie Informationen darüber, wo er sich befindet? Ich habe etwas Besseres. Sehen Sie mal vor Ihre Tür. Ich... Aber dieser Server ist in einer Cerberus-Anlage. Jetzt nicht mehr. Das ist von unschätzbarem Wert für den Tigel. Danke, Miss Goto. Sie sind der brillante Astrophysiker, Professor. Ich bin nur eine Tech-Expertin für abseitige Aufgaben. Sie würden übrigens nicht glauben, wie viele Credits Cerberus einfach so herumliegen lässt. Also wir sehen, dass es eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit da am Tigel, die da die Wissenschaftler mit Kazumi durchführen. Ich glaube, da haben wir der Arbeit am Tigel einen großen Gefallen getan. Allianz-Verhörprotokoll, Cerberus-Agentin. Okay, Befrage 1. Igitt, sehen Sie sich die Implantate an, die sie im Gesicht hat. Befrage 2. Psst, sie ist wach. Cerberus-Agentin. Hallo, wissen Sie, wo Sie sich befinden? Ist Ihnen klar, in was für Schwierigkeiten Sie stecken? Hey, ganz ruhig. Hören Sie, Sie stecken wirklich in Schwierigkeiten, aber das will ich nicht leugnen, aber da lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Wenn Sie uns helfen, können wir... Puff, Explosion. Ah, alles okay? Ja, aber verdammt nochmal, sie ist tot. Was? Die ganze Vorderseite ihres Gesichts ist weg. So ist wie eine Granate im Auge? Oh Scheiße, ob die bei Cerberus alle so ausgerüstet werden? Ja, ich glaube schon, ja. Das ist wohl so, die haben Granaten im Gesicht und... Also es ist, ich weiß nicht, wie man Cerberus unterstützen kann, sorry, ganz ehrlich. Aber in dem Teil haben sie es auch wirklich auf die Spitze getrieben und haben Cerberus zum Inbegriff des Bösen gemacht, irgendwie habe ich das Gefühl. Im zweiten war das ja noch weitaus ambivalenter, das ganze Verhältnis da. Jetzt ist es doch sehr in Richtung, ob Cerberus ist das Böse schlechthin gerutscht. E-Mail von Professor Takisha an Dr. Oduol. Ich habe jedes Nachschubdepot rund um den Tigel angerufen, um genügend reines Platin für das primäre Auslöseinlay zu finden. Unser Vorrat reichte nicht mal, um eine Kaffeemaschine zu beschichten. Eine Stunde später dockte ein Schiff mit 16 Tonnen Platin an, mit Empfehlungen vom Shadow Broker. Dann flog es wieder weg, um weitere Materialien für das Projekt zu beschaffen. Der Kapitän des Schiffs hat mir später in einer E-Mail geschrieben, dass der Broker sich auch weiterhin um unsere Bedürfnisse kümmert. Das ist zwar großartig, aber ich werde meinen Computer auf Wanzen checken. Das wird nichts nützen. Gut, Notizen über Proteaner 2186, Eintrag 1. Was muss dieser Proteaner alles gesehen haben? Wenn sie die Technologie hatten, jemanden mehr als 50.000 Jahre lang zu konservieren, ist es kein Wunder, dass sie so etwas wie das Gerät auf dem Mars bauen konnten. Ich muss ihm Zeit zur Erholung geben, aber bei der Göttin, wann werden wir je wieder die Chance bekommen, so viel über ihre Zivilisation zu erfahren? Anhang, Notizen über den Proteaner. Ja, das sind die jetzigen Erkenntnisse, die Liara über Jarvik trifft und wir hatten ja vorher die Notizen über Proteaner, was halt die alten Sachen waren, bevor sie tatsächlich mal einen Proteaner getroffen hat. Und Eintrag 2? Ich weiß nicht, was ich von diesem Proteaner halten soll. Ich habe ihn angesprochen, als wir auf dem Weg in ein anderes System waren, aber er wollte anscheinend nicht reden. Das Wenige, das er gesagt hat, bezog sich auf die Reaper und unser mögliches Scheitern. Ist er nur ein Soldat, der um sein Volk trauert, oder sind unsere Kulturen so grundlegend verschieden? Tja, das gilt es noch herauszufinden.